Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist überschrieben mit den Worten »Ein neuer Zusammenhalt für unser Land«. Die Vorfälle in Chemnitz und die Debatten in den Tagen und Wochen danach zeigen allerdings, wie tief inzwischen der Riss ist, der durch unser Land geht. Der Präsident dieses Hauses hat gestern die richtigen Worte dazu gefunden. Gerade jetzt in dieser Situation sind Ernsthaftigkeit und Umsicht gefragt, und an beiden mangelt es zurzeit. Gerade jetzt, wo seit langem unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt, ja bekämpft wird, da verhalten sich manche Akteure so, als befände sich die Republik in einer Phase unerschütterlicher Stabilität, in alten Reflexen gefangen. Die Herausforderungen aber, vor denen wir stehen, sind keine, an denen ein jeder sein Mütchen kühlen darf. Wir brauchen weniger Superlative, weniger Ausrufezeichen und Rücktrittsforderungen, mehr sorgfältige Problembeschreibungen und Suche nach Lösungen und auch übrigens den Mut, Dilemmata als solche zu bezeichnen, und das ohne Kultur des bewussten Missverstehens. Für einen handlungsfähigen Rechtsstaat brauchen wir auch eine angemessene Ausstattung von Behörden und Justiz. Ob allerdings die Planstellen, die wir hier im Bundeshaushalt vorsehen, ob wir die auch besetzen können, das hängt auch vom gesellschaftlichen Zusammenhalt ab. Denn ob wir genügend Menschen finden, die willens und in der Lage sind, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung wirksam zu verteidigen, hängt auch davon ab, ob bürgerkriegsähnliche Szenen je nach politischer Opportunität unterschiedlich bewertet, ja geduldet und gebilligt werden. Wir brauchen weniger markige Worte und mehr rechtsstaatliche Konsequenz. Sehr geehrter Herr Minister, tun Sie endlich in dieser Bundesregierung Ihre Arbeit. Kümmern Sie sich zum Beispiel darum, dass wir im Dublin-Verfahren endlich 100% der rechtlich möglichen Rücküberstellung auch vornehmen. Kümmern Sie sich darum, dass der Bund endlich, wie von Ihnen versprochen, die Beschaffung der Passersatzpapiere übernimmt. Laden Sie endlich als Bund Länder und Kommunen zu einem Gipfel ein, um die drängenden Probleme zu lösen. Und legen Sie ein Integrationskonzept vor, das diesen Namen verdient. Denn nur so schaffen wir Akzeptanz für Demokratie. Wir werden diesem Problem weder gerecht, das tun weder die, die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnen, weder das fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt, aber auch die, die lieber vom Wetter reden, als von Problemen, die damit zusammenhängen, auch das stärkt nicht den Zusammenhalt. Lassen Sie uns an den Lösungen arbeiten, hart in der Sache, aber verbindlich im Stil. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Dr. André Hahn, Fraktion Die Linke.